und Elisabeth Brandau sowie Ronja Heibel setzen sich da gleich. Also ich freue mich riesig, dass ich hier das Short Race in Freudenstadt gewinnen konnte. Der Kurs war wirklich toll und spektakulär, weil es direkt in der Stadt war und die Atmosphäre war toll, weil viele Zuschauer an der Strecke waren und es hätte nicht besser laufen können. Ich konnte in der vorletzten Runde die Führung übernehmen und das dann bis ins Ziel ausbauen und freue mich natürlich riesig über den Sieg heute Abend. Das Short Race war super schön hier in der Stadt, also was Neues für mich. Und die Strecke an sich wurde mit hohem Tempo, da musste man mit hohem Tempo fahren, weil ich es versucht habe, weil ich nicht mehr so spritzig bin Ende des Jahres. Aber ich freue mich, dass Freudenstadt eigentlich die Kombination mit dem Bundesliga-Rennen auch das Short Race austrägt und hoffentlich somit auch die Zuschauer von heute morgen zum Cross-Country-Rennen mitbringt. Ja, das war mein erstes Short-Track-Rennen. War ziemlich hart. Ich habe auch gemerkt, auf den ebenen Strecken komme ich bei den Großen noch nicht so mit. Ich habe immer da auch ein bisschen rausgenommen, weil ich gemerkt habe, wenn die vorne zu zweit fahren, müssen sie in den Kurven ein bisschen mehr abbremsen, als wenn ich frei fahre. Und konnte da dann immer ein bisschen anschließen wieder, aber habe halt nach den Kurven wieder ein bisschen kassiert. Aber ich bin hier auch nicht mitgefahren mit dem Gedanke, hier zu gewinnen. Also war einfach nur so zum Spaß, war zum Ausprobieren und ja. Und da ist er, der Startschuss für die Männer. Anton Cooper ist der Mann, der vorne gleich an die Spitze geht. Der Track Factory Racing Teamfahrer, siebter der diesjährigen Weltmeisterschaft. Ja, das war die Taktik, aber ich meine, das Niveau ist unheimlich hoch und das hat man auch gesehen, 6 Leute eigentlich bis zum Schluss dabei, jeder kann noch gewinnen und ich wollte einfach versuchen, dass so wenig wie möglich am Schluss noch dabei sind, weil man sich dann einfach nur auf 1-2 Konkurrenten konzentrieren muss und ja, Anton hat dann angezogen und dann waren wir eigentlich, oder hatten wir eine kleine Lücke in der letzten Runde und ich wusste dann, wenn ich ihn nochmal überholen kann, dann da oben am Wasser, wo es keiner erwartet und das habe ich probiert und es hat geklappt, ja. Niklas Scheel, Anton Cooper und Simon Stibian. Ronja Heibel, Elisabeth Brandau, die Siegerin Nadine Rieder. Ja, es war ganz fantastisch, dass es diesmal möglich war, die erste Veranstaltung auf dem Marktplatz zu machen, auf Deutschlands größtem Marktplatz hier in Freudenstadt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war begeistert. Vom ersten Start der U7
die tolle Leistung gemacht hat, wenn man deren Motivation gesehen hat, die dann auch mal in glücklichem Lachen oder auch in Tränen sich ausdrücken, da war das einfach nur herrlich und wunderbar. Und natürlich jetzt auch die Profis, fantastisch.